Kannst du Auto fahren, Stefan? Ja, klar. Ich bin Taxifahrer von Beruf. Und was ist dein Beruf, Sarah? Ich bin noch Studentin. Ich studiere Musik an der Universität. Was möchtest du später machen? Ich möchte als Lehrerin arbeiten. Sind Sie Ärztin, Frau Kossmann? Nein, ich bin Krankenschwester. Ich arbeite im Elisabeth Krankenhaus. Und Sie, Herr Dressler? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Koch, aber im Moment habe ich keine Arbeit. Ich suche einen Job in einem Restaurant oder Hotel, Rafa, Enrique, könnt ihr am Wochenende arbeiten? Maria kann nicht kommen, sie ist krank. Und wir haben viel zu tun am Wochenende? Ja, kein Problem. Ich habe Zeit. Ähm ja, ich auch. Prima. Enrique, möchtest du am Samstag arbeiten? Oder lieber am Sonntag? Lieber am Samstag? Ist das okay für dich, Rafa? Ja. Ich arbeite lieber Sonntags. Sonntags ist es nicht so voll. Samstags haben wir immer Stress. Also, Enrique am Samstag um 12 Uhr, ja? Samstag 12 Uhr. In Ordnung. Und Rafa. Kannst du am Sonntag um 17 Uhr anfangen? Ja, okay. Sonntag, 17 Uhr. Aber morgen habe ich frei, richtig? Ja, richtig. Und jetzt haben wir Feierabend. Rafa, Enrique, könnt ihr am Wochenende arbeiten? Maria kann nicht kommen, sie ist krank. Und wir haben viel zu tun. Am Wochenende? Ja, kein Problem. Ich habe Zeit. Ähm, ja, ich auch. Prima. Enrique, möchtest du am Samstag arbeiten? Oder lieber am Sonntag? Lieber am Samstag? Ist das okay für dich, Raffa? Ja. Ich arbeite lieber sonntags. Sonntags ist es nicht so voll. Samstags haben wir immer Stress. Also, Enrique am Samstag? Um 12 Uhr, ja? Samstag 12 Uhr. In Ordnung. Und Raffa? Kannst du am Sonntag um 17 Uhr anfangen? Ja, okay. Sonntag, 17 Uhr. Aber morgen habe ich frei, richtig? Ja, richtig. Und jetzt haben wir Feierabend. Wir haben im Moment viel zu tun. Hallo, Rafa. Jana, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Viel zu tun, wie immer. Und du? Hast du Frei? Nein, ich muss noch arbeiten. Na ja, bald ist Wochenende. Übrigens, am Sonntag ist Straßenfest in der Schillerstraße. Kommst du? Nein, ich muss am Sonntag arbeiten. Eine Kollegin ist krank. Kannst du nicht Samstag arbeiten und Sonntag frei nehmen? Hm, ich arbeite nicht gerne Samstags. Ich arbeite lieber Sonntags. Dann ist es im Restaurant nicht so voll. Samstags haben wir immer Stress. Verstehe. Na dann. Aber vielleicht können wir nächste Woche einen Kaffee trinken gehen. Gern. Vielleicht am Dienstag? Lieber am Mittwoch. Dienstag habe ich einen Termin beim Friseur. Mittwoch um vier? Lieber um fünf. Ich muss bis vier arbeiten. Okay, dann bis um fünf. Fahren Sie lieber mit dem Bus oder mit der U-Bahn. Fahren Sie lieber mit dem Bus oder mit der U-Bahn. Arbeiten Sie lieber vormittags oder nachmittags. Sprechen Sie lieber Deutsch oder Spanisch. Essen Sie lieber zu Hause oder im Restaurant. Luise serviert heute das Essen hier im Restaurant. Rafa, kannst du das Essen im Biergarten servieren? Ja, in Ordnung. Und du, Enrique, kannst du heute in der Küche helfen? Die Kollegen haben im Moment Stress. Ja, kein Problem. Und wer deckt die Tische? Das macht auch Luise. Carlos, ich habe hier ein Formular. Unterschreibst du das bitte? Was ist das denn? Ach, die Bestellung. Natürlich. So, bitte. Danke. Und noch etwas. Im Dienstplan steht, ich habe am Mittwoch Spätdienst. Ja. Und? Ich kann mittwochs nur bis 17 Uhr arbeiten. Abends gehe ich immer zum Deutschkurs. Stimmt. Entschuldige. Ich muss den Dienstplan korrigieren. Kannst du den Plan dann bitte in die Küche hängen? Ja, das mache ich. Gleich ist Feierabend. Rafa, bring bitte noch das Geschirr in die Küche, ja? Ja, sofort. Enrique, kannst du die Gläser spülen? Ja. Okay. Jetzt sofort? Ja, bitte. Und bring bitte auch den Müll raus. In Ordnung. Und wer macht die Tische sauber? Das mache ich heute. Ich gehe noch zur Schule. Ich möchte später studieren.